Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 mit der Familie Lemoncake. Ich bin gerade, wie man unschwer erkennen kann, hier ganz wild am Sachen verkaufen, was halt Granny so alles so eingenommen hat in letzter Zeit. So, wir haben jetzt schon wieder über 10.000 zusammen, das ist sehr geil. Und ihr müsst ja nicht zur Schule, ne? Ihr müsst ja mal eiskalt nicht zur Schule. Das fällt mir gerade ein, ihr habt ja heute Urlaub genommen. Und seid alle sehr kokett. Och, mein Granny sitzt da hinten. Granny, wo gehst du hin? Was macht sie da? Was war das? Isst du das auch? Granny, ich hab mir gerade irgendwie Sorgen um dich. Oh, die tanzen jetzt so. Yeah, wir belappen uns mal alle gegenseitig. Okay, Leute. Habt jetzt, ach man, das immer noch nicht aufgegessen, Granny. Aber du bist satt. Gut, das reicht mir. Das reicht mir. Reisen mit. Ja. Boah, die ist mit euch kaum befreundet, ne? Die Granny ist ein bisschen außen vor. Legend, warte. Warum belappt sie alle so? Verstehe ich nicht. Ja, sollte sie nicht irgendwie... Hä? Reisen mit. Hör doch mal auf. Ja. Nimmt sie jetzt auch alle mit? Ich hoffe, sie nimmt jetzt auch die mit. Hä? 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 Das will ich gar nicht. Ich will... Bitte was? Aber es soll doch... Kann ich die vielleicht herbeirufen? Ich hoffe, das geht. Das ist die jetzt, wenn ich mit ihr... Weil das wissen... Ich habe jetzt Reisen mit angewählt. Ich habe auch da Reisen mit. Und da irgendwie anscheinend war das verbuggt oder so. Mal gucken. So, meine Liebe. Du kannst ja mal um sich kümmern. Garten pflegen, Kontakte knüpfen, aufräumen, um sich kümmern, Rolle mit Sophie, Fähigkeiten erlernen. Wartet mal, kann ich die jetzt Telefon auf einzelne Job kündigen? Nein. Plaudern, gesellschaftliches Ereignisplan, einladen, hier abzuhängen. Ja, kommt her. Oh, das Twilight. Und sie spielt mit Max Bauer. Weil ich ein Teenager. Es ist ein Teenager. Vor allem so. Tier. Aha. Warum kommen die nicht? Hä? Hä? Ich habe jetzt gerade nicht gelesen. Warte nochmal. Einladen, hier abzuhängen. Und. Boah, sag bitte nicht, dass ich schon wieder penne. Warum schlafe ich immer im Garten? Momentan kann niemand drüber kommen. Sophie ist gerade beschäftigt. Mathilda ist gerade. Womit sind die denn bitte beschäftigt? Mit Brummpupsen? Boah, komm, wir gehen nach Hause. Ja. Komm. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wieso wollen die nicht mit? Die müssen doch. Die haben doch. Die haben doch heute frei, oder? Die haben doch heute Urlaub. Oder nicht? Oder habe ich das. Habe ich irgendwas verpeilt? Nee, die sind noch da. Du reisen mit. Hä? Was ist denn nur los? Hier hingehen. Was ist denn hier euer Problem? Reisen mit. Wir nehmen einfach mal alle mit hier. Warum? Warum kam Mathilda nicht mit? Mathilda hat doch gar nichts gemacht. Von mir aus? Da kommt Mathilda halt nicht mit. Mir doch scheißegal. Keine Zeit. Was soll das? Verstehe ich nicht. Vielleicht, weil sie eigene Schule hätten oder so. Vielleicht ist das irgendwie verbuggt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade... sichtlich irritiert. Na gut. Huch. Huch, wer ist denn da von unseren Füßen? Freundlich vorstellen. Und du musst mal pieseln. Dann geh doch mal pieseln, wenn du mal musst. Hier, verwenden. So. Weil, wisst ihr was? Wir reißen uns die hier auf. Laura Kreitsch.
fröhlich vorstellen. Haha! Sie? Wie redet sie mit Janek? Und Max? Das ist Max. Und wo ist da Janet oder wie der heißt? Weiß auch kein Mensch. Outfit. Nein, ich aber kann ja lügen. Behaupten, kriminelle Superhelden zu sein. Ja, das ist lustig. Kannst ja ein bisschen romantisch sein. Schlüpfrige Frage stellen. Ja, stell dir mal eine schlüpfrige Frage. Und kennenlernen ist immer gut. Rumblödeln. Vom Modescherzen. Schmutzigen Witz erzählen. So. Rubbidjabbidub. Lustig vorstellen. Also, die haben wir schon gemacht. Kennenlernen. Tratsch. Vom Herz kommendes Kompliment machen. Nach Karriere fragen. Über besten Köder, über Kochen reden. Ja, flirt mal ein bisschen mit ihr. Der Hinde geht auch übers ab, ne? Klopfwitz. Wisst ihr was? Trangella Longi, Pene Weimar. Was machen wir denn? Oh, läuft denn hier so? Stopp. Ich möchte, dass sie sich irgendwann mal angelt. Vielleicht er? Er. Der Florian Müller, ne? Der Florian Müller, der war ja eigentlich mal schick. Komm, freundlich vorstellen, lass die Alte mal. Schieß die Alte in den Wind. Was willst du mit so einer alten Rosine, wenn du den haben kannst? Was? Was? Ach, hier sind jetzt auch die anderen Leute. Und da ist der Tisch wieder Hohenheim. Wer auch sonst, ne? Du schau! Zobe! Ihre Stimme! Fieber! Robo Klutz, ne? Ihre Stimme! Sisera! Ja, ganz genau. Wo ist jetzt hier dein hotter Boy hin? Der ist einfach weg, ne? Kann sie eigentlich. Wo geht sie hin? Nein, du sollst jetzt hier nicht grillen. Kannst du eigentlich auch hier spielen? Nein. Schade. What's... Stop. Du sollst doch mit ihm reden. Och, Granny, du hast es verkackt. Granny. Du hast es vor. Wer ist das? Eva Hilgers. Na toll. Quenny, du hast es verkackt. Du kannst dich jetzt schämen und Frösche suchen. Das ist jetzt dein Ding. Und sie. Na gut. Hallo, Granny Smith. Okay, du kannst ja, wenn du Hunger hast, kannst du dir was zu essen machen. Na, wo ist denn hier ein Grill? Hier. Na, Grill. Ein paar Würstchen. Mach einfach mal. Wir haben halt das Geld. Fun. So. Und du? Nee, du sollst doch jetzt hier noch ein paar Frösche suchen. Hör mal auf hier mit der. Ja, spiel hier nicht. Frösche suchen. Das ist der Shit. Granny konnte keinen Frosch fangen. Sie sind glitschig. Viel Glück beim nächsten Mal. Boah, Granny, du kriegst grad nichts hin, ne? Dann nimmt sie kein Gericht. Aber du, ein Gericht nehmen. Kannst du auch. Nee. Nimm einfach was. So, wir brauchen mal hier irgendeinen. Ich dachte eigentlich, dass wir mal irgendjemanden für Granny ansprechen. Aber hier ist irgendwie niemand. Ich mach mal hier Pause. Das geht mir viel zu schnell alles. Nee. Wer bist du? Summer Holiday. Die kenne ich ja alle gar nicht. Können wir mal ein paar. Das sieht aber schick aus hier. Da sitzt Sanji. wer bist du? Daniel? Marina? Boah, krass, so viele Angestellten hier. Mal irgendeinen Typen mal anbaggern? Das ist echt schwer. Ist einfach nichts. Der tolle Typ, den du vorhin hattest, der ist weggerannt. Du hast es verkackt, Granny. Du hast es verkackt. Hier kommt keiner mehr. Mann, das ärgert mich gerade. Ich wollte den aufreißen. Ach, hier sind aber ganz schön viele. Kannst du sich nicht irgendwie hier einen aufreißen?
Das ist das auch so. Das ist immer überall, ne? Das ist schlimm. Ach komm, sollst du diesen eklig mit dem Schnauzer nehmen, den Tim Weber? Ach, das sieht einfach so. Ach nee, der ist doch nicht in ihrer Liga. Der ist nicht in ihrer Liga. Das kannst du vergessen. Nicht in ihrer Liga. Nicht in ihrer Liga. Das ist ja ganz keiner. Oh. Ärgerlich. Kannst du auch mal dann einen Tag platzieren? Turkey-Boo. Ja, genau. Redet einfach mal miteinander ein bisschen den Tag verschönern. Klopfwitz machen. Einfach mal so ein bisschen schön interagieren miteinander. Ich fühle mich irgendwie auch so ein bisschen verpflichten, beleidigen. Nein, absolutes Gerücht. Nein, Bewunderung ausdrücken. Mach doch einfach mal so schöne Sachen. Auch lustige Sachen. Amen. Das ist eine Geschichte. Joggen gehen? Nee, dann heulst du wieder rum. Was hat sie hier? Jemanden umarmen. Ja, du, immer Abend ist er gleich. Verschämte Geschichte erzählen. Lustig. Willst du aber mal ein Pia noch mal? Ja, mach auch noch mal. Insider-Witz. Tribs, Eva. Genau, mach mal hier so eine Oma-Kind-Zeit. Ja, das wird schon so irgendwie. Spitzbübisch betragen. Nein, mach hier mal sowas nicht. Keine Backpfeife. Nein, Geheimnis ausplaudern. Auch wenn man das nicht macht, aber egal. Willst du aber Vampire erzählen? Nein. Jemanden parodieren. Mach das einfach mal. So, weil ihr lustig drauf seid. Dabei check ich hier nochmal aus. Vielleicht ist jetzt hier mal irgendwie wieder einer da. Ja, so hat's, das können wir nicht machen. Ach nee, nicht dieser eklige. Irgend so ein Schnieke-Typ. Ja, aber hier ist niemand so richtig Schnieke. Oder die hier. Und hier, was kommt hier so rein? Nee. Das kannst du doch alles nicht anbieten. Oh, komische, schlagfertige Antwort. Was? Wisst ihr was? Wer ist das? Die andere Runde vor uns. Ich habe gerade so die Eingebung, dass ihr vielleicht... Geht das, wenn ich auf M drücke? Ich habe irgendwie Angst. Ich mach mal, dass sie reist. Oh, sie muss mal pinkeln. Mist. Warte, wir gehen mal kurz aufs Klo verwenden. Spulen wir mal ganz kurz. Ich möchte ja eigentlich, dass... Kasi, Benay, Benay. Wir haben auf mit ihr zu reden, bitte. Hör bitte einfach mal auf mit ihr zu reden und iss das auf, genau. Du musst dringend aufs Klo. Genau. So. Sehr gut. Du kannst... reisen mit... Cranny... und Aaron. Ja, einfach mal Aaron mit. Ich weiß, wo du lulst. Ich weiß gar nicht, ob er Zeit hat. Aber wir müssen wieder Best Friends werden mit Aaron. Ich hab das, glaube ich, hier zu reißen. Alle kommen mit dir. Yeah! Wir gehen mal nach Oasis Springs. Ich guck mal, ob hier irgendwie auch was Öffentliches ist. Hier. Wüstenblütenpark. Gehen wir einfach mal hin und hoffen, dass wir hier jemanden finden für die liebe Cranny. Denn ich will, dass sie auch mal jemanden hat. Die ist noch so alt. Vor allem noch so alt, als sie irgendwann jünger wird. Sie können vielleicht mal irgendjemanden in meinem Leben gebrauchen. Steppt ihr eine Gitarre, eine Geige oder ein Klavier, um das Leben deines Sims durch Musik zu bereichern? Nein, das machen wir lieber nicht. Das hatten wir schon mit Sophie und das war schon genug. Das war sogar schon zu viel. Ja, dann haben wir hier. Wer schläft da? Oh. Star Butterfly. Immerhin bin das nicht ich diesmal. Haha, lustig. Na, okay. So. Ich gucke jetzt hier mal. Wo ist denn jetzt hier Aaron? Wo ist Aaron? Aaron. Ach, da ist Aaron. Hey, Aaron. Tag verschönern. Oh, du guckst traurig. Oh nein, Aaron ist traurig. Schmeicheln. Freundlich. Kennenlernen, lol. Fesselnde Geschichte erzählen. Ja, komm, macht mal hier so ein bisschen.
Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendeinen jungen, knackigen Typen. Der hier vielleicht. Ah, das sieht auch komisch aus. Ich fühl... Was geht denn hier gerade ab? Warum ist der Harzer eigentlich überall? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So. Ach, hier ist noch so ein alter Typ. Irgend so ein Toyboy für sie. Haben wir hier einen Toyboy? Bist du ein Toyboy? Du bist sowas von ein Toyboy. Okay. Yannick Bach. Ist ein Teenager, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Da! Nehmen wir doch den. Dann sollen wir den nehmen. Den Kevin Löhrer. Sollen wir den Kevin Löhrer nehmen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin verzweifelt. Warum gibt es hier keine guten jungen Männer? Außer Sarah hat er da gerade wie zum Volldepp tanzt. Hm. Kein Typ hier. Nicht am Angebot. Okay. Wir nehmen einfach, was da ist. Komm. Wir nehmen, was da ist. Nehmen wir ihn oder ihn? Ach, der mit seinen... Also einerseits würde ich schon sagen, der mit seinen Lippen, ne? Aber ich meine immer so ganz ehrlich, ja? Mal ganz ehrlich. Ja, der hat die Lippen, aber er hat ein Sexappeal. Dieser Blick, ey. Oh, Hilfe. Oh, Gott. Boah, ist das schwer. Komm, wir machen einfach jetzt... Bist du? Du bist. Ach nee, du bist Teenager, da fällt er eh weg. Okay, okay. Okay. Gut. Dann er. Lustig vorstellen. Oh. Cranny und Kenny kennen sich noch nicht. Lockere Unterhaltung. Sie reden noch gar nicht miteinander. Warte doch mal. So, bla 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 bla. Herzen kommt das Kompliment machen. Dramatische Geschichte erzählen. Ach, der Aaron. Mit Geld, mit Besitztümern prahlen. Über Interessen reden. Lustig. Witz über Pinguin. Pinguinwitze ist ein der Shit, ne? Freundlich. Geil mit Auslautern. So. So, meine Lieben. Klopf, klopf, Witz machen. Falsche Sicherheit einflößen. Nein, kennenlernen. Oh, was ist das auch wieder, Mann? Och, Hohenheim. Ihr Hohenheim ist wie Sarazar, ne? Sarazar ist alles okay mit dir. Du guckst dir die ganzen Kinder an. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Willst du über Aliens erzählen? Freundlich. Noch ein paar Fragen. Wollen wir mit dem Outfit machen? Ich meine, die Schürze ist mega sexy. Also, ich werde auch schon ganz nass. Was habe ich jetzt gerade wirklich gesagt? Flirten. Ich will die koketten Witz machen. Macht er gerade ein Selfie? Das sieht aber komisch aus. So. Ich gucke mal, ob es hier irgendwas Besseres gibt. Star macht jetzt hier wieder voll krass. Rennt hier vielleicht mal irgendjemand Interessantes vorbei? Nee. Nee, nicht! Nicht! Nicht hier! Deck, Deck! Der Runningie flirten! Stehen sich angezogen zu fühlen. Mach das mal! Ist jetzt eigentlich ein Erwachsener, ein junger Erwachsener? Ein junger Erwachsener sogar. Hm. Jetzt wird's krass. Fesselnde Geschichte. Ich glaube, er geht voll drauf ein, ne? Schmeicheln, knuddeln, flirten, Anmachspruch, machen wir sowas. Wie geht's mit euch so? Ihr plaudert. Tag verschönern. Bewunderung ausdrücken. Macht einfach mal so lustige, nette Sachen. Lustige, nette Sachen. Witze über Pinguine machen. Umarmen. Oh, Whoopi Gorsch. Ich will, dass ihr wieder beste Freunde fürs Leben werden. Oh, stopp, stopp, halt. Das ist er. Das ist der Mann, den wir suchen. Das ist er. Vergiss ihn. Nimm Don Lothario. Nimm ihn. Alter, Entschuldigung. Los. Nein. Stopp. Don Lothario. Herbeirufen. Irgendwie so.
Los geht's zu ihm. Da. Das ist er. Guckt ihn euch an. Guckt euch die Arme an. Guckt euch diese geile Sonnenbrille an. Guckt, da bin ich wieder. Guckt ihn euch. Mein Gott, Leute. Wow. Aufreizend posieren. Kennenlernen. Oh, Oh, er geht drauf ein. Oh mein Gott. Ich glaube, da läuft was. Aber der ist eigentlich auch nicht mal so schlecht. Wer bist denn du? Markus Klee. Und du bist Julia Niesen. Euch kenne ich alle gar nicht. Guckt euch an. Hose anbieten. Hände küssen. Fragen, ob er Single ist. Über Interessen reden. Nach Karriere fragen. Tag verschönern. Ob er sie annimmt? Oh, er hat sie angenommen. Ihm wird schon ganz warm. Oh mein Gott. Und da penne ich wieder. Kurze Frage. Was ist eigentlich los mit mir, dass ich immer im Park penne? Du. Warum tust du das? Hör auf damit. Das ist ja peinlich. Bei den nächsten Klamotten. Sie kommen wirklich sehr nah an das Original heran. So. Wo ist Aaron? Hast du jetzt hier irgendwo Aaron stehen lassen? Ist Aaron weg? Ich hab gar nicht aufgepasst. Aaron ist weg. Scheiße. Einfach weg. Na gut. Lassen wir sie einfach mal machen. Wir kümmern uns erstmal um die beiden hier. Don Lothario, ne? Du geile Sau. Tiefgründige Unterhaltung. Tagfragen. Können wir Romantik noch weitergehen? Flirten. Schlüpfrige Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ist er überhaupt ein junger Erwachsener? Sogar ein junger Erwachsener. Oh, ich glaube, es lief gerade nicht so gut. Oh. Ribu Jabba, du, wir retten hier lang. Ich glaube, sie finden das nicht so gut. Ist jetzt weniger geil, was du hier sagst. Oh Gott. Was hat er? Er ist beschämt. Ein ersten Kuss erhält. Nein. Keine, nein. Anmachspruch. Na gut. Wir können ihn ja mal einladen. Ich glaube, wir gehen wieder. Ich hab's jetzt mit meinem Pinkeln unterbrochen, ne? Jetzt ist. Wo ist? Sophie? Kommt jetzt nicht mit, weil ich sie nicht ausgewählt habe. Das war natürlich sehr dramatisch. Kommt denn immer Sophie mit? Nein, Sophie hat keine Zeit, die muss nämlich jetzt irgendwie tanzen oder so. Nein. Okay. Wir haben uns jetzt Don Lothario rausgesucht. Ich meine, hallo, guckt ihn euch mal an, ne? Wow! Oder so in der Art. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber hey, Don Lothario. So, du bist angespannt. Dann mach mal hier. Und so, was kannst du da? Bestimmt mal ein Bad nehmen oder so, ne? Nimm mal ein Bad. Baden. Und du? Ach komm, du hast doch die halbe Energie voll. Du gehst jetzt hier noch nicht ins Bett, meine Liebe. Du guckst dir diesen Stein hier an. Und danach guckst du dir diesen Stein hier an. Das ist nämlich voll dein Ding. Und was ist, warum? Fahrt Umgebung? Wieso Fahrt Umgebung? Das ist die beste Umgebung, die du dir vorstellen kannst. Hallo? Oh, kokett. Oh. Was war das jetzt? Ja, toll, prähistorischer Vogel. Und sonst irgendwas. Irgendwas war's. Mir grad egal. So. Du, meine Liebe, du wirst jetzt nicht schlafen gehen. Ich versuche gerade nämlich schreiben. Junkie-Buch schreiben. Romantik. Du schreibst nämlich einen Romantikroman. Hua! Entschuldigung. Da war ich gerade ein bisschen zu motiviert. Peinlich. So. Name des Buches. Lass Körper sprechen. Oh, das klingt ja schon mal sehr sexy. So. Ein Gericht nehmen. Da könnt ihr dann noch was essen. Aber auch ein schöner Tag. Hoffe ich. Denke ich.
Vermute ich. Man muss ja eigentlich schon wieder arbeiten. Hat doch gut Zeit, da können sie morgen nochmal den Don anrufen. Oder warum eigentlich nicht jetzt? Jaffes Bar. Nein, weil sie schlafen muss. Das ist dumm. Lassen wir das. So. Und sie? Sie kann dann nachher nochmal ein kokettes Gemälde probieren. Wir versuchen es nochmal. Na, morgen kann sie ja auch mal wieder hier ihren Dustin einladen. Dann wird es wieder voll krass. Oh, hey. Ich glaube, inzwischen haben wir schon alle Kokettengemälde gesehen. Damit und dreifach. Oh, je. Yeah. Hoffentlich wird das mal ein Meisterwerk. Das wäre schön. Hä? Wieso sind die... Wieso sind die Auchen nicht aktiviert? Ich meine, hier sind noch voll die ganzen Kokettenauchen. Ist gerade ein bisschen verwirrend für mich. Jeps, jeps. Hat nicht viel gebracht, ne? Nee, okay. Dann machen wir einen Sammler verkaufen und ins Bett mit dir, meine Liebe. Schlafen. Jetzt ist sie wieder kokett. Ach, jetzt hat sie Energie, hä? Ja. Inspirierende Kunst. Ja, super. So, wie weit bist du, meine Liebe? Oh, du bist auch schon müde, ne? Na komm, geh bitte mal schlafen. Hä? So, schlafen. Hör auf. Stop that. Go to the bed. Ah. So, und so schlafen die Damen wieder. Morgen laden wir Don ein. Warum ist hier eigentlich das? Warum? Ich weiß nicht, wie ich das gerade finden soll. Yeah. So. So. Mathilda, bei dir geht's los in einer Stunde. Geh mal pieseln. So. Wieso hast du schon wieder Hunger? Ach, nee, du hast gestern nichts gegessen. Das war ja, ja, mein Fehler. So. Und sonst so haben jetzt Mathilda ein bisschen vernachlässigt, aber kann ja mal sein. Oh Gott, du musst duschen. Du musst dringend duschen. Oh Gott. So, das haben wir übrigens wieder 13.000 zusammen. Wollte ich nur mal erwähnen. Das heißt auf gut Deutsch, wir können wieder mal unseren Ofen abfackeln lassen. Nice. So. Cranny, wie geht's dir? Sie ist glücklich. Und sie kann reparieren und aufwischen. Los, do it. Oh, sie ist wieder kokett. Na komm, wisch auf. Du sollst aufwischen. Oh, ein kleines Plündern. Sie ist wieder kokett. Oh, das ist eine kleine, ne? Schlimm. Sie ignorieren. Wegwerfen. Und jetzt kannst du, ich weiß gar nicht, ob das geht, einladen hier abzuhängen. Frag mal Don. Dann Lothario, die geile Sau. Zusatzprüfung. Und? Hat er Zeit? Hat er Zeit? Kommt er? Oh, er ist gleich da. Oh, da ist er. Oh, in seinen normalen Klamotten. Anmachen, reizen, posieren, reinbitten. Dann geh mal hier hin. So. Jetzt können wir aufreizend posieren. Hände küssen. Ja. Tratschen. So Zeug halt. Ah, er ist auch kokett. Sehr gut. Das ist ja perfekt. Oh mein Gott, wie sie... Oh, oh. Mensch. Oh, er geht voll drauf ein. Hm. Oh, setzen Sie das mal hin. Lamina Galpa Watin. Schmeicheln. Oh, wie sie hier sitzen. Hände küssen, flirten, kennenlernen, ist immer gut. Romantik, Anmachspruch. Was passiert jetzt? Was macht der? Hä, was machen die jetzt? Na, ihr beiden? Skiva Sluba. Oh. Jetzt hat er doch, ne? Der steht auf Eltern, ne? Ich gehe voll drauf ein, aber mutig auch. Girl Pando? Arvini. Samso. Ach, liebes Leben fragen. Ebso. Er ist aktiv. Tratschen. Rose an den. Oh, ho, 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 ho.
Romantik, ersten Kuss erleben. Nee, frag mal, ob er Single ist. Knuddeln. Stehen sich angezogen zu fühlen. Oh. Freundlich. Einheizen. Ja, macht man jetzt ein bisschen sportlich. Das ist ja da beide aktiv. Man kann ja so ein bisschen auf Gemeinsamkeiten gehen. Mobsy Grosch? Kazoom! Kuzip Quimp? Bumpler! Bull! Yips! Yips! Er geht voll drauf ein, weil er halt eben auch aktiv ist. Das sind ja bestimmt gut. Orbitani! Sibu! Gretino! Einen Kuss hauchen! Flirten! Oh, das wird was! Baza! Parsib! Zimze! Chorib! Tibonahu Smays! Wie er aussieht! Oh, so übelst so, ne? So ein hotter Typ halt, ne? Nach Tag fragen. Bewunderung ausdrücken. Nudeln. Schlüpfrige Frage stellen. Oh, das wird schon alles ganz schön nice hier. Mehr Auswahl, freundlich. Beziehungstipps geben. Das wird schon hier, ne? Nach Liebesleben fragen nochmal. Schmutzigen Witz erzählen. Absolutes Gerücht, Bewunderung ausdrücken. Immer mal so auch normale Sachen machen. Machen wir das mal. Komm, wir machen das. Leute, wir machen das. Dui. Farobi Physik. Fazoob. Okay, gleich kommt der Kuss, Leute. Oder da nicht Kuss, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, bitte kommt, mach. Oh Gott, jetzt kommt's gleich. Nein. Wie, jetzt kein Kuss? Kein Kuss? Wieso kein Kuss? Bonita. Warum nicht? Arv. Hat das nicht geklappt? Was ist falsch gelaufen? Wieso? Was machen denn die ganze Zeit? Voll Interessenschwärmen. Also können ja beide aktiv versachen. Ich weiß nicht. Stehen sich ange. Was machen denn die beiden die ganze Zeit? Erst einen Kuss erleben. Bitte. Komm bitte, ersten Kuss, bitte. Warum? Da kommt immer nur mit Donplaudern raus. Oh mein Gott. Können ja bekommen beide ihren allerersten Kuss. Ach, beide auch noch. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Oh! Ist das nicht süß? Oh mein Gott! Nervter! Oh, mein Nervter! Aufreizen, posieren, leidenschaftlich küssen. Ein Kuss hoch. Küssen. Condition. Oh, wie gut sie das kann. So, knuddeln. Händchen halten. Oh, wow. Okay, gut, ist gut, Granny. Du gehst gerade ab. Oh mein Gott, okay. Und wie das hier weitergeht, erfahren wir, glaube ich, in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wie Let's Play. Oh mein Gott. Die Sims 4 mit der Familie Lemon Cake. Wow. Super, so. Okay, bye.